Ja, ich fange schon mal an. Vielen Dank, Herr Röspel, für die freundlichen einführenden Worte. Herausforderung globaler Klimawandel ist ja inzwischen ein Thema, das in aller Munde ist. Aber bevor ich wirklich über Klimawandel spreche, möchte ich schon einen etwas weiteren Bogen schlagen. Denn Klimawandel, Klimaproblem, globale Erwärmung ist irgendwo ein Symptom. Ein Symptom eines übergeordneten Problems. Und das übergeordnete Problem ist das Nachhaltigkeitsproblem. Das Nachhaltigkeitsproblem ist eine etwas sperrige Geschichte, aber ich wüsste im Moment auch keinen besseren Ausdruck dafür. Ich war heute Morgen in einer Schule in Hamburg, da haben wir auch ein bisschen darüber gesprochen. Und dann habe ich einfach mal eine Runde so gefragt, gibt es einen besseren Begriff dafür? Niemand konnte aber einen besseren Begriff finden als den Begriff Nachhaltigkeit. Ich versuche das immer ein bisschen zu übersetzen und vielleicht kann man das übersetzen mit dem berühmten Spruch, nach uns die Sintflut. Ja? Das heißt also, wir denken nicht daran, was unsere Aktivitäten eben bedeuten für die nachfolgende Generation, für unsere Kinder, für unsere Enkel und so weiter. Deswegen sehen Sie hier diese gewaltige Wasserwand, um sozusagen nochmal diesen Sintflutgedanken auch grafisch zu untermalen. Der Club of Rome hat ja diese Diskussion mit angestoßen, 1972 mit dem Bericht Die Grenzen des Wachstums und hat nochmal deutlich gemacht, wie zerbrechlich unser Planet Erde eigentlich ist und dass wir ihn nicht sehr pfleglich behandeln. Worum geht es dabei? Es geht darum, dass wir die natürlichen Schätze dieser Erde, die uns ja die Natur frei Haus zur Verfügung stellt, mit einer atemberaubenden Geschwindigkeit ausbeuten. Und das einfach abzusehen ist, wenn wir diese Geschwindigkeit beim Ressourcenverbrauch beibehalten, dass irgendwann halt nichts mehr da ist. Also wir sägen gewissermaßen den Ast ab, auf dem wir sitzen. Und es gibt Berechnungen, wie groß eigentlich unser Planet Erde sein müsste, damit sich diese natürlichen Ressourcen eigentlich regenerieren würden oder könnten. Und dann kommt man so typischerweise darauf, dass man mindestens 2 bis 3 Planeten Erde haben müsste, damit wir wirklich so einen Ressourcenverbrauch auch in der Zukunft beibehalten könnten. Aber wir haben nicht diese 2 oder 3 Planeten Erde und deswegen müssen wir eben versuchen, den Ressourcenverbrauch, soweit es geht, herunterzufahren. Nun, was der Club of Rome unter anderem gemacht hatte, war, dass er ein Weltmodell gerechnet hat. Und dieses Weltmodell, das hatte alle Sektoren beinhaltet, also nicht nur den Umweltsektor, sondern auch beispielsweise die Kapitalwirtschaft, Materialeinsatz und so weiter. Es war ein sehr einfaches Modell zugegebenermaßen, aber es war schon interessant, was man da gesehen hat, nämlich, dass sich die Systeme erst einmal allmählich anpassen, sich die Dinge graduell ändern und das wiegt uns dann irgendwie so eine scheinbare Sicherheit. Man hat das Gefühl, ja, es geht ja alles gut, warum sollten wir uns eigentlich darüber Gedanken machen, über diesen Ressourcenverbrauch? Aber dann passierte das, was man aus der Physik kennt, aus der Biologie kennt, aus der Theorie der nichtlinearen Systeme kennt, nämlich dass die Systeme auf einmal gekippt sind. Und das Ganze ohne Vorwarnung, praktisch ohne Vorwarnung. Und das hat sich darin geäußert, zum einen, dass der weltweite Wohlstand massiv abgesunken ist und zum anderen, dass die Weltbevölkerung massiv gesunken ist. Das heißt, der Planet Erde konnte einfach nicht mehr so viele Menschen ernähren. Und das ist das Nachhaltigkeitsproblem, vor dem wir stehen. Und dieses Nachhaltigkeitsproblem hat eben viele, viele Facetten. Und Klima ist nur eine Facette davon. Klima, globale Erwärmung, ist ein Symptom dieses Nachhaltigkeitsproblems. Denken Sie an die Überfischung der Meere. Das ist ein anderes Symptom, dass möglicherweise irgendwann halt die Fischbestände so weit dezimiert sind, dass wir eigentlich gar keine vernünftige Fischerei mehr betreiben können und damit eben eine wichtige Nahrungsquelle aus dem Meer dann letzten Endes zusammenbrechen würden. Gut, also in diesem Modell, das sollte man jetzt auch nicht zu sehr auf die
Goldwaage legen. Das war ja ein einfaches Modell, passierte das so im Zeitraum von 50 bis 100 Jahren. Also kein Mensch, auch ich weiß nicht, wann es passiert. Aber wichtig ist, dass die Gefahr besteht, dass so etwas passiert. Und deswegen sollten wir irgendwo die ganze Geschichte nicht überreizen. Also sollten rechtzeitig, so schnell wie möglich versuchen, diesen Ressourcenverbrauch, soweit es geht, einzuschränken. Ja, ich muss natürlich über Fukushima sprechen in der heutigen Zeit. Sie sagten ja auch, 25 Jahre nach Tschernobyl ist schon wieder so etwas passiert. Es sollte ja eigentlich nur einmal in 100.000 Jahren passieren. Im Prinzip so etwas wie eine Kernschmelze ist inzwischen schon fast 5-mal in meiner Lebensspanne passiert. Also ich glaube, jetzt sollte wirklich dem Letzten auch klar werden, diese Technologie ist einfach nicht beherrschbar. Und deswegen sollten wir auch nicht auf die Technologie setzen. Und sie macht auch überhaupt keinen Sinn. Auf der einen Seite, was jetzt so ein bisschen aus den Medien herausgekommen ist, ist das Entsorgungsproblem, auch ohne Fukushima, ist das doch Wahnsinn. Abfall zu produzieren, von dem Sie nicht wissen, wo Sie mit dem hin sollen, der höchst gefährlich ist, der über Jahrtausende strahlt. Also da sagt einem doch schon der gesunde Menschenverstand, das kann es nicht sein. Und der zweite Punkt, wir sprechen ja heute über Klima. Sie können mit Atomkraft überhaupt nicht das Klima schützen. Warum können Sie mit Atomkraft das Klima nicht schützen? Weil, und wir werden es gleich sehen, das Klimaproblem ein globales Problem ist. Das heißt, es ist völlig egal, wo das CO2 in die Atmosphäre entweicht. Es hat eine so lange Verweildauer, dass es sich um die Erde verteilt und dann eben wirkt, und zwar überall. Und wenn Sie sich mal ansehen, wie auf diesem Planeten Erde Energie erzeugt wird, denn das Klimaproblem ist ein Energieproblem, dann sehen Sie, dass die Atomkraft im weltweiten Maßstab keine Rolle spielt. Energie wird zu einigen wenigen Prozent weltweit aus Atomkraft gewonnen. Also können Sie die Anzahl der Atomkraftwerke verdoppeln weltweit, Sie können sie vervierfachen weltweit, Sie haben keinen nennenswerten Einfluss auf die CO2-Emissionen. Und deswegen kann Atomkraft nicht die Rettung des Klimas bedeuten. Das geht schon von den Zahlen her gar nicht. Vor einem Jahr ungefähr hatten wir den Ölunfall. Der ist nun völlig aus den Medien verschwunden. Ja, so schnelllebig ist unsere Welt. Und dieser Ölunfall, der hat uns auch verschiedene Dinge mal wieder aufgezeigt. Zusammen mit dem Atomunfall in Fukushima haben wir irgendwo gesehen, dass wir uns haben in eine Sackgasse manövrieren lassen. Wir haben eigentlich nur noch die Wahl zwischen Pest und Cholera, entweder Atomkraft oder fossile Energie. Und da müssen wir, aus dieser Sackgasse müssen wir versuchen, so schnell wie möglich wieder rauszukommen. Dieser Ölunfall vor einem knappen Jahr hatte verschiedene Facetten. Ich fange mal oben an, BP, Beyond Petroleum. Eigentlich heißt der BP nicht Beyond Petroleum, sondern British Petroleum. Aber BP meinte irgendwie, sich ein grünes Antlitz geben zu müssen. Und wenn Sie mal die Werbespots von BP gesehen haben, dann hätten Sie wirklich gedacht, hätten Sie es nicht besser gewusst, das ist ein Werbespot von Greenpeace. Es ist wirklich wahr. So, ich habe sie selbst im Fernsehen gesehen, einige von Ihnen vielleicht auch. Also, im Moment reitet man gerne auf dem grünen Ticket. Ne? Aber nicht alles, was grün ist oder wo grün draufsteht, da ist auch grün drin. Das ist das eine. Das andere ist die Tatsache, dass dieser Ölunfall, der ja in 1000 Meter Tiefe passiert ist, uns so langsam vor Augen führt, dass das Ölzeitalter zur Neige geht. Es wird immer schwieriger, an die verbleibenden Ölreserven überhaupt heranzukommen. Einige der Reserven sind noch tiefer als 1000 Meter. Aber wie schwierig es ist, in 1000 Meter Tiefe nur ein lächerliches Loch abzudichten, hat dieser Ölunfall gezeigt. Es hat Monate gedauert, bis man so etwas dann wirklich hinbekommen hat. Ja, und man hat sich natürlich auch überhaupt keine Gedanken gemacht. Ja, das ist eben immer der Fall bei solchen Risikotechnologien. Man glaubt immer, es geht alles gut. Und bis dann halt irgendwas passiert. Und wenn was passiert, ich meine, das haben ja auch die Bilder von Fukushima gezeigt, mit diesen Wasserwerfern und so weiter, dann steht man mehr oder weniger hilflos davor. Und auch das ist eben der Inbegriff des Mangels an Nachhaltigkeit, dass wir einfach nicht daran denken, was sind wirklich die Risiken so einer Technologie
Und wenn etwas passiert, wie können wir dann tatsächlich die Schäden so gut wie möglich auch begrenzen? Aber unterm Strich, und das habe ich dann unten in Rot hingeschrieben, die tiefhängenden Früchte sind abgeerntet. Wenn Sie jetzt an die verbleibenden Reserven heran wollen, müssen Sie entweder noch weiter runter oder Sie müssen zum Teil in die Arktis, Sie müssen nach Grönland, Sie müssen nach Alaska. Ich glaube, das kann es nicht sein, dass wir immer mehr in schützenswerte Gebiete hingehen, um die verbleibenden Ressourcen auszubeuten. Ja, aber dieser Mangel an Nachhaltigkeit, der durchsetzt unser ganzes Leben. Das ist jetzt nicht nur etwas, was mit Umweltproblemen zu tun hat, sondern natürlich auch mit der Finanzwirtschaft und mit der Ökonomie insgesamt. Und dass solche Systeme kippen können, das stimmt nicht nur für Ökosysteme, das stimmt natürlich auch für das Finanzsystem. Ich verstehe jetzt nicht sehr viel von Finanzen oder von Wirtschaft, gebe ich ja auch gerne zu. Aber ich glaube, dieses Bild hier ist typisch. Auch hier hat man nicht das Undenkbare gedacht. Und man muss eben das Undenkbare denken. Und dass es wirklich ernst war, hat zumindest mir gezeigt, der Auftritt von Frau Merkel und Herrn Steinbrück. Als Sie beiden vor die Kamera gegangen sind und mir erzählt haben, dass unsere Konten sicher sind, da wusste ich, dass sie eigentlich nicht sicher sind. Ja, das war schon eine ziemliche Szenerie. Ja, und das ist eben genau die Parallele zwischen Umweltproblem und letzten Endes auch den anderen Problemen, den wir haben. Ich meine, die Wirtschaft guckt auch nur noch auf die Quartalszahlen, alles nur noch schnell, schnell, schnell. Gewinnmaximierung auf jeden Fall. Das Problem habe ich ja selbst gerade wieder am eigenen Leib erfahren mit der Bundesbahn. Ne? Ich meine, es ist unglaublich, was da jedes Mal passiert. Und ich bin fast täglich unterwegs, also was man da erzählen kann inzwischen. Und woran liegt es? Es liegt daran, dass man die Bahn unbedingt an die Börse bringen wollte, Gewinnmaximierung und alles andere, der ganze Service, die Menschen hat man natürlich entlassen, alles ist weg. Und das rächt sich dann irgendwann. Und auch das ist Mangel an Nachhaltigkeit. Ja, nähern wir uns also dem Klimathema, die Art und Weise, wie wir Energie erzeugen, das passiert in erster Linie dadurch, dass wir etwas verbrennen. Ist auch nicht sehr intellektuell erhebend, dass man etwas verbrennt, um Energie zu erzeugen. Das haben nämlich schon die Steinzeitmenschen gemacht. Ne? Die haben auch Feuer gemacht und haben etwas verbrannt. Im Prinzip haben wir uns nicht weiterentwickelt. Wir machen Feuer und dadurch produzieren wir Energie. Wir machen sehr viel Feuer und wir verbrauchen sehr viel Energie. Das sehen wir hier, die Erde bei Nacht. Wir sehen, dass Europa hell erleuchtet ist, also gerade in den Industrienationen wird sehr viel Energie verbraucht. Afrika, auch hier der Nuklekontinent, hat noch Aufholbedarf. Aber wir sehen ganz rechts schon Indien. Indien wird auch so langsam hell. Ja, das heißt also, es gibt jetzt Länder, die aufstreben und die eben einen ähnlichen Energieverbrauch haben wie wir. Und wenn diese Länder so weitermachen, dann werden wir eben immer mehr Kohlendioxid in die Atmosphäre bekommen. Denn Kohlendioxid entweicht unweigerlich, wenn wir die fossilen Brennstoffe verfeuern zur Energiegewinnung. Etwa 80% des weltweiten CO2s kommt eben durch die Energiegewinnung in die Atmosphäre. 80%. Und das zeigt Ihnen nochmal, dass die Atomkraft auf der globalen Skala völlig irrelevant ist. Und ich glaube, niemand von Ihnen möchte, dass wir nochmal richtig die Anzahl der Atomkraftwerke erhöhen. Also, wie gesagt, vervierfachen beispielsweise, aber da haben Sie immer noch nichts Substanzielles geschafft beim CO2-Ausstoß. Also vergessen Sie Atomkraft und wenn Sie hören, das rettet das Klima, das ist eine glatte Lüge. Es geht überhaupt nicht. Dann, letztes Jahr sind einige interessante Dinge passiert, auch die Brände in Russland. Das erinnern Sie vielleicht noch, Moskau, Menschen mit Gasmasken. Ich habe ja viele Kollegen in Russland, die haben auch ein paar Bilder gezeigt, geschickt auch. Es waren wirklich unglaubliche Verhältnisse, Temperaturen von fast 50 Grad, ein Kilometer von den Feuern entfernt, extreme Trockenheit, extreme Luftverschmutzung. Deswegen zeige ich Ihnen das aber gar nicht, sondern ich zeige Ihnen das deswegen, weil wir vergessen haben, dass viel größere Flächen pausenlos brennen, nämlich die Regenwälder. Das sehen Sie, glaube ich, ziemlich deutlich hier. Russland können Sie ja ziemlich gut erkennen, in der Mitte ungefähr des Bildes, etwas oberhalb der Mitte. Aber Sie sehen im Amazonasgebiet, Sie sehen im Kongo, in Afrika, Schwarzafrika, Sie sehen Indonesien, Sie sehen sogar Nord,
Australien, überall brennt es ziemlich stark und dadurch kommt eben auch sehr viel CO2 in die Atmosphäre, etwa 15%. Und ich glaube, niemand braucht es, dass wir die Regenwälder verbrennen. Und man könnte wirklich einen großen Schritt vorwärts machen beim Klimaschutz. 15% global ist eine Menge des CO2s, das wir einsparen könnten innerhalb kurzer Zeit. Das Kyoto-Protokoll redet von 5, etwas Prozent. Und ich glaube, das ist so etwas wie der Lackmustest für die internationale Politik. Schafft die internationale Politik es, die Regenwälder zu schützen oder nicht? Aber das Ganze hat eben auch noch eine andere Dimension, nicht nur die Klimadimension, sondern eben auch diese Dimension, den Schutz der Arten. Wissen Sie, wir haben vor ein paar Jahren den 200. Geburtstag von Charles Darwin gefeiert, die Entstehung der Arten, das bahnbrechende Werk. Heute, wenn es nicht so schlimm wäre, könnten wir ein Buch publizieren mit dem Namen Die Vernichtung der Arten. Ja? Und er hier steht zum Beispiel inzwischen auf der Liste der bedrohten Arten. Die Liste der bedrohten Arten, auf der stehen über 1000 Säugetiere inzwischen. Aber es scheint eben niemanden mehr zu interessieren. Und es ist eigentlich ein Skandal. Und eins vielleicht auch noch dazu, es sind eben nicht die Kleinbauern, die dafür verantwortlich sind, sondern es sind schon die großen Konzerninteressen, die dahinterstehen. Stichwort Futtermittel, Stichwort Palmöl, all diese Geschichten sorgen dafür, dass der Regenwald stirbt. Ja, Kohlendioxid habe ich angesprochen. Kohlendioxid reichert sich in der Luft an. Da kann man jetzt nicht mehr drum herum reden. Seit Beginn der Industrialisierung ist der CO2-Anteil in der Atmosphäre extrem gestiegen. Wir gucken hier auf die letzten 650.000 Jahre. Sie sehen, die blaue Kurve, das ist der CO2-Gehalt, der hat zwar immer ein bisschen geschwankt, aber so hoch wie heute ist er noch nicht gewesen, seit wir Menschen auf diesem Planeten leben. In Rot sehen wir die Temperatur. Wir sehen, dass es da durchaus eine Beziehung gibt. Das sind Daten aus dem Südpol. Da können Sie im Eis bohren und anhand der Beprobung können Sie dann feststellen, A, wie der CO2-Gehalt gewesen ist, anhand der Luftbläschen, die eingeschlossen sind. Und dann können Sie auch anhand von Sauerstoffisotopen die Temperatur rekonstruieren. Also es ist schon unglaublich, was im Moment passiert in unserer Umwelt. Und wenn Sie hören, das sei alles normal, dann stimmt es einfach nicht. Es ist eben nicht normal. Und Sie müssten eben 50 Millionen Jahre zurückgehen, um solche CO2-Werte überhaupt mal zu finden. Ja, insofern spricht mein Kollege Paul Krutzen inzwischen von einem neuen Erdzeitalter. Eigentlich sind wir im Holozän, also die gegenwärtige Warmzeit ist das Holozän. Und er spricht inzwischen vom Anthropozän, das heißt also von dem Zeitalter, das erheblich durch die Menschen geprägt ist. Warum ist es ein Problem, dass sich Kohlendioxid in der Atmosphäre anreichert? Und da kommt jetzt die Zusammensetzung einer Atmosphäre ins Spiel. Wenn wir uns mal die beiden Nachbarplaneten der Erde angucken, die Venus und den Mars, die Venus ist unerträglich heiß. Die hat Temperaturen von über 400 Grad auf ihrer Oberfläche. Der Mars ist ziemlich kalt, minus 30 Grad etwa. Nur wir auf der Erde haben ziemlich lebensfreundliche Bedingungen, im Mittel etwa plus 15 Grad. Warum ist das so? Ursprünglich war die Zusammensetzung der Planeten, der drei Planeten, die wir auch als erdähnliche Planeten bezeichnen, sehr ähnlich gewesen. Aber die haben sich ziemlich stark auseinanderentwickelt. Wir konnten letzten Endes das milde Klima nur deswegen behaupten, weil wir eine ganz bestimmte Zusammensetzung unserer Luft haben. Und hier sehen Sie Stickstoff, der Hauptbestandteil mit 78%, dann kommt Sauerstoff mit 21%, Argon, ein Edelgas, 0,9%. Da haben Sie schon 99,9% der Luft. Aber diese 99,9% beeinflussen das Klima nicht. Was das Klima beeinflusst, ist der Rest. Oder was in dem Rest ist. Also weniger als 0,1%. Und da sind solche Gase drin wie Wasserdampf, Kohlendioxid, Methan und so weiter. Also deswegen heißen sie ja Spurengase, weil sie nur in winzigen Spuren in der Atmosphäre vorkommen. Und die sind es eben, die das Klima beeinflussen. Hätten wir diese Gase nicht, also dieses winzige Quantum an Spurengase nicht in der Luft, hätten wir eine Eiswüste und wir würden das Schicksal der Marsmenschen teilen, hätten wir hier eine Temperatur im Mittel von minus 18 Grad. Ja, ohne diesen kleinen Anteil von Spurengasen. Nun haben wir aber
zum Glück diese Gase in der Luft und diese Gase wirken eben das Glas wieder ein Treibhaus, sind transparent für die Sonne, aber eben schlecht transparent für die Wärme, die zurückgestrahlt wird in den Weltraum von der Erdoberfläche. Und so funktioniert ja auch das Glas. Die Sonne kann durchscheinen, die Wärme kann nicht entweichen. Ja, und dieser natürliche Treibhauseffekt, wie wir ihn nennen, der hat eben eine Größenordnung von 33 Grad. Und deswegen haben wir nicht eine Temperatur von minus 18 Grad, sondern von plus 15 Grad. Insofern ist CO2 nicht des Teufels, sondern CO2 ist was Gutes. CO2 brauchen wir. Wegen des Klimas, aber auch so, die Pflanzen lieben CO2. Aber wie das immer so ist, zum Beispiel mit einer heilsamen Medizin, wenn Sie die richtige Dosis nehmen, ist alles in Butter. Wenn Sie eine Überdosis nehmen, dann kann das Nebenwirkungen haben. Und hier geht es um die Nebenwirkung, um den zusätzlichen Treibhauseffekt. Und dieser zusätzliche Treibhauseffekt, der ist eben für die globale Erwärmung verantwortlich, die wir inzwischen auch messen. Können wir uns ansehen, hier sehen wir die Daten. Seit 1850, Jahrzehnt für Jahrzehnt dargestellt. Und Sie sehen, seit den 1950er Jahren ist jedes darauffolgende Jahrzehnt wärmer gewesen als das vorherangehende. Und das ist genau meine Lebensspanne. Ich bin 1954 geboren. Das heißt, ich bin irgendwo ja, das lebende Archiv für den Klimawandel, wenn Sie so wollen. Und wissen Sie, als ich Kind war, ich bin in Hamburg groß geworden, da gab es immer heftige Winter, Schnee, Eis, die Elbe hatte immer ordentlich Eisgang. Wenn das heute passiert, ist es ein Medienereignis. Sobald Schnee liegt, gibt es immer eine Sondersendung. Ja? Ich bin mir sicher, dass das auch hier in Nordrhein-Westfalen ist, obwohl ich nicht so oft WDR gucke. Und daran sieht man schon, dass es so allmählich wärmer wird. Natürlich können Sie nicht erwarten, dass es nun keine Winter mehr gibt, denn die Erwärmung ist noch vergleichsweise klein. Aber das ist wie mit dem gezinkten Würfel. Wir haben ihn so ein bisschen in Richtung der hohen Temperaturen gezinkt. Deswegen kommen die Temperaturen, die hohen Temperaturen häufiger und die niedrigen Temperaturen eben weniger häufig. Und deswegen ist einfach die globale Erwärmung Realität. Das ist auch überhaupt nichts, was uns überrascht, auch nicht in der Wissenschaft. Denn meine Kollegen vor über 100 Jahren wussten das auch schon. Die haben schon Berechnungen angestellt für den Fall, dass sich der CO2-Gehalt in der Atmosphäre verdoppeln würde. Und waren so Pi mal Daumen eigentlich auch noch einigermaßen da, was wir heute mit den komplizierten Modellen rechnen. Nur eines wussten meine Kollegen damals nicht, dass wir jemals so viel CO2 in die Luft blasen würden. Damals haben sie ganz klar gesagt, das ist nur von theoretischem Interesse, das kann gar nicht passieren. Es ist aber passiert. Ne? Also daran können Sie auch nochmal sehen, wie ungeheuerlich eigentlich dieser Anstieg der CO2-Konzentration in nur einigen wenigen Jahrzehnten ist. Aber ich sagte schon, die Klimaentwicklung ist irregulär. Deswegen können Sie nicht erwarten, dass jetzt jeder Winter irgendwie besonders mild ist. Das sehen wir hier einfach nochmal in der Animation der Daten, wie veränderlich das ist. Übrigens der letzte Winter, der ja nun so kalt gewesen sein soll, der war ja bei uns auch ein richtiger Winter, aber weltweit war es der drittwärmste Winter überhaupt. Ja, das heißt also, man darf den Blick auch nicht verengen, sozusagen jetzt auf seine kleine Heimat, sondern man muss, wenn man über globale Erwärmung spricht, eben auch so ein bisschen die globale Perspektive einnehmen. Also wir müssen großräumig gucken, wir müssen langfristig gucken, dann können wir einfach die globale Erwärmung nicht missen. Ja, dann gibt es immer noch Kollegen, das muss ich leider sagen, die bestreiten, dass es wärmer geworden ist. Es gab ja auch letztes Jahr diese Diskussion um den Weltklimarat und es sei ja alles getürkt und so weiter. Ich verstehe diese Diskussion nicht, aber sie findet einfach statt. Da war ja auch dieser E-Mail-Klau, vielleicht erinnern Sie sich. Und ich habe letztes Jahr während des kalten Winters, und wurde ich natürlich auch pausenlos interviewt und einige Sendungen wollten dann eben auch besonders kritisch sein und dann ist da ein Professor einer deutschen Universität, wirklich einer deutschen Universität, ich weiß nicht, wie der Professor sein kann, aber er ist es halt, aufgetreten und hat gesagt, es gibt keine Erwärmung. Die Leute, so wie ich, die haben die Daten so weit manipuliert, dass halt eine Erwärmung rauskommt. ARD. Also jetzt nicht irgendein komischer Sender, ARD. Professor einer deutschen Hochschule, Beamter.
Wenn das so wäre, frage ich mich, warum schmilzt das Eis der Erde? Wenn es keine Erwärmung gibt, warum schmilzt das Eis? Das muss mir dann auch jemand erklären. Und das Eis schmilzt auf breiter Front. Gucken wir mal in die Arktis. Frau Lochte kommt ja auch noch, habe ich gesehen. Die wird Ihnen ja etwas über die Arktis erzählen. Das Eis dort, das Packeis, zieht sich mit einem atemberaubenden Tempo zurück. Ich muss ja gar nicht hier stehen, ich kann ja auch mal hier hingehen. Das ist eine Satellitenaufnahme aus dem Jahr 1981, aus dem September. Der 22. September 1981. Der September ist der Monat, in dem das Eis ohnehin sich ziemlich weit zurückgezogen hat, am Ende des Sommers. Deswegen ist das Eis auch besonders empfindlich. Und rechts sehen Sie den gleichen Tag, aber aus dem letzten Jahr, 22. September 2010. Ja, und ich glaube, da könnte ich jetzt ohne Worte hinschreiben. Ne? Sie sehen also, wie stark sich diese farbige Fläche schon zurückgezogen hat. Ungefähr um 30% während der letzten 30 Jahre. Das ist ungeheuerlich, wie schnell das dort geht. Und nochmal, ich frage mich, wieso passiert es, wenn es nicht wärmer geworden ist auf diesem Planeten. Auch hier, die Klimaperspektive ist das eine, der Schutz der Arten ist das andere. Ein schützenswertes Ökosystem, und ich sagte ja eingangs, es ist in Gefahr, unter anderem auch deswegen, weil natürlich jetzt Konzerninteressen dort auch nach Öl bohren wollen und natürlich auch Öl fördern wollen. Und der Run auf die Arktis ist schon besorgniserregend, also der Run der verschiedenen Länder auf die Arktis. Und ab und zu habe ich einfach den Eindruck, dass es einigen Ländern sehr willkommen ist, wenn die Arktis abtaut, weil sie dann an die verbleibenden Bodenschätze herankommen. Zumindest kann man den Eindruck gewinnen, wenn man einfach so die Aktivitäten rund um die Arktis betrachtet. Ja, also das Eis schmilzt nicht nur dort, auch bei uns. Die Gebirgsgletscher ziehen sich zurück in allen Breitenzonen. Hier ist nur ein Beispiel, der Pasterze-Gletscher, vor 100 Jahren aufgenommen. In Österreich liegt er, für die, die es nicht wissen, so sieht es heute aus. Ja, nicht mehr viel von übrig geblieben. Und das haben ja auch viele erzählt, die immer wieder in die Berge gehen, also jetzt keine Wissenschaftler, sondern die seit Jahrzehnten in die Berge fahren, wie dramatisch eigentlich der Rückgang des Eises ist. Auch hier wieder die Frage, wenn es nicht wärmer geworden ist, warum passiert so etwas eigentlich? Ja, zu guter Letzt Grönland. Auch Grönland schmilzt. Grönland hat einen Kilometer dicken Eispanzer. Alleine Grönland hat einen Meeresspiegelanstieg-Äquivalent von 7 Metern. 7 Meter, nur der grönländische Eispanzer, weltweit 7 Meter. Die Schmelzfläche im Sommer, die weitet sich aus, das können wir auch hier sehen, an dem Vergleich zwischen 1992 und 2007. Das sind nicht die Flächen, die komplett verschwinden im Meer, das sind die Flächen, die ohnehin schon mal Tauen zeigen. Wir sehen in der zeitlichen Entwicklung, der Trend geht klar nach oben, die Schmelzfläche vergrößert sich während der letzten 30 Jahre. Natürlich gibt es die Schwankungen, ist völlig klar, nichts ist gleichmäßig in der Natur, aber der Trend ist offensichtlich und das hat sogar unsere Bundeskanzlerin veranlasst, da mal hinzufahren, hat einen schicken roten Anorak angezogen, ein hübsches Bild gemacht mit Herrn Jørgensen, der damals Staatschef in Dänemark gewesen ist. Jetzt ist er NATO-Generalsekretär. Ja, aber immerhin, ich frage mich auch, warum fährt sie dahin, wenn es nicht wärmer geworden ist? Ne? Und das Problem, das sehen Sie rechts, das Problem ist, dass das Schmelzwasser eben nicht direkt ins Meer fließt. Das Schmelzwasser geht erstmal in den Gletscher, das ist ein Kilometer dicker Eispanzer. Und der macht diesen Gletscher porös. Und dann kann dieser Gletscher auseinanderbrechen und dann können riesige Bruchstücke ins Meer gelangen. Und das kann vielleicht, wir wissen es nicht genau und ich gebe das auch gerne zu, dass wir es nicht genau wissen, das kann vielleicht eine Instabilität, wie wir sagen, bewirken und kann innerhalb kurzer Zeit einen relativ starken Meeresspiegelanstieg machen. Wir haben es beobachtet, oder indirekt beobachtet am Ende der letzten Eiszeit. Da sind nämlich genau diese Dinge passiert. Während der letzten Eiszeit war der Meeresspiegel 120 Meter niedriger, als er heute ist. Und dann stieg er allmählich an. Aber es gab immer wieder Zeiten, wo er innerhalb sehr kurzer Zeit, innerhalb weniger Jahrhunderte, um mehrere Meter angestiegen ist. Weil genau diese Dinge
passiert sind. Und das ist die eigentliche Gefahr. Das Schmelzen dauert ewig. So ein Eispanzer, den schmelzen Sie nicht einfach dahin. Das dauert Jahrtausende. Vielleicht wissen Sie das, wenn Sie Schnee geschippt haben letztes Jahr. Ja? Wenn Sie so einen Schneeberg haben, wie lange es dauert, bis der weg ist. Also, worum es eigentlich geht, das ist eben diese Instabilität. Das sind diese dynamischen Prozesse. Ja, und der Meeresspiegel steigt. Auch das findet statt. Es findet eigentlich alles statt. Und deswegen kann man auch den Klimawandel überhaupt nicht mehr negieren, weil alles das, was man für die Zukunft diskutiert, das findet eben heute schon statt. Der Meeresspiegel ist während der letzten 100 Jahre um knapp 20 Zentimeter angestiegen. Und die momentane Rate, das sehen wir hier, das sind die Satellitenmessungen seit 1993, die momentane Rate liegt also bei 3 mm pro Jahr. Das gibt Ihnen also, wenn das so bleiben sollte, 30 cm pro Jahrhundert. Aber das ist eine untere Grenze. Darunter wird es mit Sicherheit nicht laufen, weil das ist das, was eben im Moment schon passiert. Wir müssen einfach damit rechnen, dass sich das Ganze noch beschleunigt. Also 30 cm im Mittel, im globalen Durchschnitt werden es auf jeden Fall so gegen Ende des Jahrhunderts sein. Aber, und das ist ganz wichtig, es wird nicht überall gleich viel sein. Es wird regional sehr unterschiedlich sein. Wenn wir für den gleichen Zeitraum, also seit 1993, uns das mal regional angucken, wie sich der Meeresspiegel geändert hat, dann sehen wir sehr starke Unterschiede. Ich kann jetzt nicht im Detail darauf eingehen, aber es ist klar, dass eine Änderung der Winde und eine Änderung der Meeresströmung zu regionalen Änderungen des Meeresspiegels führen. Nicht zu globalen, aber die verteilen um. Und im globalen Mittel hat das keine Relevanz, aber die Menschen leben ja nun mal an bestimmten Küsten und für die hat es natürlich schon Relevanz. Deswegen muss man ganz genau untersuchen, für welche Region welcher Meeresspiegelanstieg zu erwarten ist. Der globale Mittelwert, der globale Anstieg ist hier wenig hilfreich. Ja, wie geht's weiter? Im Prinzip hätte ich jetzt aufhören können. Also wenn ich jetzt nicht überzeugt habe, dass es so etwas wie ein Klimaproblem gibt, ich glaube, den kann ich auch nicht mehr überzeugen. Aber trotzdem wollen wir mal einen Blick in die Zukunft werfen. Und da müssen wir ein paar Dinge schon berücksichtigen. Erstens, es gibt diesen berühmten Spruch, er wird Karl Valentin zugeordnet, er wird Mark Twain zugeordnet, er wird Winston Churchill zugeordnet. Ich weiß nicht, wer ihn wirklich gesagt hat. Vielleicht hat ihn gar keiner gesagt, aber er ist gut. Vorhersagen sind schwierig, insbesondere wenn sie die Zukunft betreffen. Und klar, das ist ja auch so. Ja, ich bin Wissenschaftler, ich stelle mich doch nicht hier hin und sage, ich weiß alles ganz genau. Nee, weiß ich natürlich nicht. Aber zwei Dinge möchte ich noch ansprechen. Erstens stellt sich immer die Frage, kann man Klima überhaupt vorhersagen? Weil man hört immer wieder das Argument, auch gerade im Zug, und ich kenne da ja nichts, ich missioniere die Leute bis zum Letzten, dann hört man dieses Argument, ja, aber du kannst doch noch nicht mal das Wetter vorhersagen, vielleicht so 5-6 Tage im Voraus, ich glaube ja überhaupt nichts. Dann sage ich immer, ja, kann ich erstmal einsehen, dieses Argument. Aber irgendwie hinkt es. Warum hinkt es? Weil jeder von uns kann ja eine Klimavorhersage machen, nämlich die Klimavorhersage, dass der kommende Sommer wärmer sein wird als der letzte Winter. Ja, stimmt, wissen wir alle. Kann ich machen, obwohl ich das Wetter nur kurzfristig vorhersagen kann. Nun, das hat natürlich auch einen Grund. Sie alle wissen, warum das so ist, weil sich der Sonnenstand ändert. In der Mathematik spricht man davon, dass sich eine Randbedingung ändert. Beim Sommer-Winter-Beispiel die Randbedingung Sonnenstand, beim Klimaproblem die Randbedingung Zusammensetzung der Atmosphäre. Deswegen ist das nun überhaupt nichts, was irgendwie merkwürdig ist, dass wir Klima vorhersagen können. Nur eines müssen wir dabei berücksichtigen. Es steht nicht Vorhersage da, sondern Projektion. Für eine Vorhersage müsste ich auch vorhersagen, wie wir uns in der Zukunft verhalten. Das weiß ich aber nicht. Und ich fürchte, ich will Ihnen ja nicht zu nahe treten, keiner von Ihnen weiß es, was wir so in den nächsten 100 Jahren eigentlich tun. Beim Sommer-Winter-Beispiel weiß ich es. Ich weiß, wie sich der Sonnenstand ändert. Deswegen kann ich auch diese Vorhersage wirklich machen. Beim Klimaproblem kann ich die Vorhersage nicht machen. Ich kann nur eine Wenn-Dann-Vorhersage
Entscheidung treffen oder eine Wenn-Dann-Berechnung machen. Und deswegen sprechen wir nicht von Vorhersagen, sondern von Projektionen. Also, ich kann annehmen, links sehen wir die verschiedenen Möglichkeiten des Treibhausgasausstoßes bis zum Ende des Jahrhunderts. Also wir könnten entweder hier die rote Kurve verfolgen und den Ausstoß, wie es in den letzten Jahrzehnten der Fall gewesen ist, immer weiter steigern. Oder ich kann annehmen, wie in der blauen Kurve, dass wir bald ein Plateau erreichen beim CO2-Ausstoß oder beim Treibhausgasausstoß. Das ist alles auf CO2 umgerechnet, deswegen sind CO2-Äquivalente. Und danach sinkt er deutlich. Rechts sehen Sie, was das fürs Klima bedeutet, für die globale Temperatur. Ja, ich meine, keine Überraschung. Im roten Fall, Business as usual, steigt die Temperatur noch massiv an, 3,5 Grad, nochmal zusätzlich bis zum Ende des Jahrhunderts. 0,7 waren es bis jetzt, also das Fünffache dessen, was wir bis jetzt an Erwärmung hatten. In dem blauen Szenario steigt die Temperatur nicht so stark an. Das heißt, diese große Unsicherheit kommt im Wesentlichen durch die Szenarienunsicherheit zustande. Das heißt nicht, weil die Modelle alle Schrott sind, sondern weil wir einfach schlicht nicht wissen, wie wir uns in der Zukunft verhalten werden. Ja, Sie sehen, unter 2 Grad wird es wohl nicht mehr ablaufen. Das ist ja das anerkannte Ziel der Weltpolitik, 2 Grad Erwärmung gegenüber der vorindustriellen Zeit nicht zu überschreiten bis zum Ende des Jahrhunderts. Ich habe mal den jetzigen Bürgermeister Olaf Scholz getroffen in der Bahn, das schätze ich mal so 10 Jahre her ungefähr, von Berlin nach Hamburg, haben wir uns ein bisschen unterhalten. Und er sagte, was bemerkenswert ist, was mir auch zeigt, dass die Politiker eigentlich gut Bescheid wissen. Er sagte, wenn wir ab heute alles richtig machen, dann können wir das 2-Grad-Ziel noch erreichen. Und das stimmt. Also wir sind schon ziemlich weit in der Erwärmung drin. Wenn Sie sich nochmal die farbigen Kurven angucken, außer der untersten, zu der sage ich gleich was, dann sehen Sie, dass sie sich erstmal in den nächsten Jahrzehnten ziemlich parallel entwickeln. Das heißt also, die nächsten Jahrzehnte sind ohnehin schon vorgezeichnet, weil das Klima träge ist. Und erst danach, so ab 2040, 2050, weiten die sich wirklich auf. Die untere Kurve, das ist nur ein Gedankenexperiment. Da haben wir einfach angenommen, dass im Jahr 2000 sich die Konzentration der Spurengase nicht mehr erhöhen. Das heißt, der CO2-Gehalt ist konstant geblieben, der Methangehalt und so weiter. Ist nicht passiert, ist massiv gestiegen, aber man kann es da rechnen. Das ist das Gute mit den Modellen, man kann ja alles Mögliche rechnen, so wie mit so einem Flugsimulator. Und dann sehen Sie, kriegen Sie auch nochmal eine Erwärmung von 0,5 Grad. Selbst im theoretischen Fall, dass wir sofort alle CO2-Emissionen einstellen, weltweit, würden wir wegen der Trägheit eben doch noch dieses 0,5 Grad bekommen. Und deswegen, wegen dieser Trägheit, denke ich mal, ist die beste aller Welten eben die 2-Grad-Welt, die wir wahrscheinlich nicht mehr verhindern werden können. Das ist so und es ist traurig, aber ich fürchte, ich würde Ihnen was vormachen, wenn ich was anderes erzählen würde. Sie sehen, wo der weltweite Ausstoß heute ist, ziemlich hoch. Wir sind bei fast 60 Milliarden Tonnen CO2-Äquivalenten. Also das ist schon eine Menge. Ja, hier nochmal zum Vergleich, wenn wir das betrachten in der Rückschau. Die letzte große Warmzeit war die Eemwarmzeit. Die hatte ihren Höhepunkt vor 125.000 Jahren. Sie sehen, die war wärmer als die Bedingungen heute. Auch das wird ja immer als Argument genommen, dass es gar kein Klimaproblem gibt, weil es mal eine Zeit gegeben hat, die wärmer war. So what, kann ich nur sagen. Ja, natürlich war sie wärmer. 0,5 Grad, vielleicht sogar, da gibt es natürlich Unsicherheiten, vielleicht 1 Grad wärmer. Aber Sie sehen, im schlimmsten Fall, wenn wir wirklich diesen roten Weg bis zum Ende gehen, dann würden wir jede Warmzeit, die wir Menschen bis jetzt erlebt haben, weit in den Schatten stellen. Ja? Also es geht nicht um das Heute. Grönland war auch wärmer vor 1000 Jahren als heute. Darum geht es nicht. Es geht um das Morgen und um das Übermorgen. Gleichwohl können wir heute schon ganz deutlich den menschlichen Einfluss auf das Klima sehen. Das heißt aber nicht, dass wir schon an jedem Ort der Erde Rekordtemperaturen haben. Und das heißt eben, dass unser Klima noch fast in Ordnung ist heute. Das dicke Ende liegt in der Zukunft. Hier sehen wir diese beiden Szenarien, also das rote und das blaue, nochmal so in einer Animation oben. Dieses rote Szenario, also wenn die Temperatur nochmal um 3,5-4 Grad steigt, unten das in Anführungsstrichen gute Szenario. Sie sehen die Jahreszahl, jetzt erst entwickeln die sich auseinander. Die obere Erde wird deutlich dunkler als die untere Erde. Das heißt also, die obere Erde erwärmt sich ziemlich
ziemlich stark im Vergleich zur unteren Erde. Und das ist sozusagen noch irgendwo die Wahl, die wir haben. Wollen wir die obere Erde oder wollen wir die untere Erde? Sie sehen auch im Nordatlantik, da gibt es fast keine Erwärmung. Das liegt daran, dass sich der Golfstrom abschwächt, aber deswegen gibt es keine Eiszeit. Ja? Also der Film The Day After Tomorrow hat schöne Special Effects, aber hat nichts mit der Realität zu tun. Ja? Meeresspiegel. Ich sagte, diese dynamischen Prozesse sind schwer zu berechnen, weil wir einfach diese Vorgänge nicht besonders gut verstehen. Also beschränken wir uns mal auf das, was wir gut können, nämlich die sogenannte Wärmeausdehnung. Also jeder Körper, der sich erwärmt, dehnt sich aus. Das Wasser erwärmt sich ja auch infolge der globalen Erwärmung. Deswegen steigt der Meeresspiegel. Die Winde ändern sich, die Meeresströmungen ändern sich. Deswegen gibt es ja ziemlich starke regionale Änderungen. Und Sie sehen, das ist schon in einigen Regionen der Erde ziemlich viel. Das kann bis zu einem halben Meter ausmachen, ohne dass Eis schmilzt. Ohne dass Eis schmilzt. Und jetzt, abhängig davon, wie viel Eis schmilzt oder wie viel Eis ins Meer gleitet, könnten Sie vielleicht noch mal einen halben Meter dazu bekommen. Und dann sind Sie bei einem Meter. Das ist so typischerweise das, was man heute als Obergrenze annimmt. Ein Meter Meeresspiegelanstieg bis zum Ende des Jahrhunderts. Und das ist eine Masse. Ich meine, wir können uns zwar schützen, aber solche Länder wie Bangladesch können sich natürlich nicht davor schützen. Und Sie sehen, diese dunkelblauen Flächen, die werden einfach schlicht überflutet das würde Millionen von Menschen betreffen. Und ganz wichtig nochmal, das CO2 hat eine sehr lange Verweildauer, wenn wir es in die Atmosphäre entlassen. Deswegen verteilt es sich und deswegen sind wir letzten Endes auch verantwortlich allen anderen Menschen auf diesem Planeten Erde gegenüber. Ja? Das heißt, was wir tun, hat eben globale Auswirkungen. Umgekehrt natürlich auch, was die Chinesen tun, hat Auswirkungen bei uns. Ja? Aber es ist nun mal das typisch globalisierte Problem, das lösen wir alle gemeinsam oder wir lösen es gar nicht. Das ist halt so. Ja, wo stehen wir beim internationalen Klimaschutz? Im Prinzip gibt es gar keinen internationalen Klimaschutz. Ich will Ihnen das auch gleich erklären. Also hier Kopenhagen 2009 war nun der absolute Tiefpunkt. Wir waren schon viel, viel weiter. Ich war mal auch mit Michael Müller in einer Sendung. Ich meine, auch er hat ganz klar gesagt, wir waren Anfang der 90er Jahre viel weiter beim Klimaschutz, als wir es jetzt sind. 2009 hat es noch nicht mal zu einer Erklärung gereicht. Ich habe damals in den Medien von Klimamikado gesprochen. Wer sich zuerst bewegt, hat verloren. Und so war es auch. Jetzt, vor ein paar Monaten in Cancun in Mexiko, gab es wieder eine Erklärung. Aber wenn es nicht so traurig wäre, würde man lachen über die Erklärung. Das sind, wie man heute sagen würde, 0-Bit-Informationen, die da als Erklärung herausgegeben werden. Also hier hat man gesagt, man hat zur Kenntnis genommen, dass die Erwärmung 2 Grad bis zum Ende des Jahrhunderts gegenüber der vorindustriellen Zeit nicht überschritten werden sollte. Man hat es zur Kenntnis genommen. Ja. Ich will es mal so im Raum stehen lassen. 2006 in Heiligendamm, da war ich dann auch selber, hieß es, man erwägt ernsthaft, den Ausstoß von Treibhausgasen bis zur Mitte des Jahrhunderts um 50% zu senken. Das war der Tag, an dem Frau Merkel zur Klimakanzlerin wurde. Nun gehen Sie mal in eine Bank, wollen Kredit und sagen, ich erwäge ernsthaft, den Kredit zurückzuzahlen. Ich meine, da fliegen Sie wirklich gleich dreikantig wieder raus. Ich meine, es ist wirklich traurig und ich weiß, wie schwierig es auch in der Politik ist. Und ich bin weit davon, nun immer nur auf die Politik raufzuhauen. Aber mir persönlich wäre es lieber, wenn man einfach sagt, sorry, wir haben nichts erreicht, als immer diese Worthülsen von sich zu geben. Hier sehen Sie, was tatsächlich passiert. Der weltweite CO2-Ausstoß, der energiebedingte CO2-Ausstoß, das heißt 80% des gesamten CO2-Ausstoßes, der ist seit 1990 um etwa 40% gestiegen. Er ist nicht gesunken, er ist nicht stagniert, er ist gestiegen. Also, ich muss es so deutlich sagen, es passiert genau das Gegenteil von dem, was passieren müsste. Und dieses 2-Grad-Ziel, das man zur Kenntnis genommen hat, das hat man eigentlich schon 1992 formuliert in der Klimarahmenkonvention von Rio. Da hat man nämlich gesagt, dass man eine Stabilisierung der Treibhausgaskonzentration erreichen möchte auf einem Niveau, das eine gefährliche Störung des Klimasystems verhindert. Naja, wenn man es mal wissenschaftlich ausdrückt, dann ist es das 2-Grad-Ziel halt. Ne?
Also wir sind nicht sehr weit gekommen. Ich meine, das war wirklich ein Durchbruch hier. Rio, muss ich wirklich sagen, Anfang der 90er Jahre, aber seit da haben wir eigentlich nur noch Rückschritte erlebt. Aber ich meine, ich muss ja auch mal was Positives sagen und das meine ich jetzt auch. Immerhin haben wir Deutschen während dieses Zeitraums unseren Ausstoß um 25% gesenkt. Ich kenne die Zahlen von jetzt nicht. Letztes Jahr waren es fast 30%, aber wir haben letztes Jahr 2010 extrem zugelegt, auch in Deutschland, wegen der wirtschaftlichen Erholung. Und deswegen denke ich mal, werden wir jetzt nicht mehr so bei knapp 30% sein, wir werden wahrscheinlich ein bisschen darunter sein. Aber ist egal, selbst wenn es nur in Anführungsstrichen 25% sind, haben wir immerhin gegen den Trend agiert und auch gegen den Trend zum Beispiel in Amerika. Amerika hat im gleichen Zeitraum seinen Ausstoß massiv erhöht, ich glaube um 8%. Wir haben ihn massiv gesenkt. Und zwar um mehr, als die Amerikaner ihren Ausstoß erhöht haben. Also es geht, das will ich nur damit sagen, es geht und die Lichter sind noch nicht ausgegangen. Genauso wie die Lichter nicht ausgegangen sind, als wir die Atomkraftwerke stillgelegt haben. Also da wird auch sehr viel, sehr viele Märchen werden da erzählt, was diese ganze Energiefrage angeht. Und was ich eigentlich auch noch interessant in dem Zusammenhang finde, ist, dass wir wirtschaftlich unheimlich gut dastehen. Man sagt ja immer, ja, Klimaschutz geht nicht, bricht die Wirtschaft zusammen und so weiter. Das ist ja Quatsch. Ich meine, uns geht es wirklich gut. Also muss man doch mal sagen, uns geht es gut. Und insofern denke ich mal oder hoffe ich, dass wir auf diesem Weg auch weitergehen und dann auch die 40% bis 2020 hier in Deutschland erreichen. Ja, warum passiert auf den Konferenzen nichts? Hier China, USA sind die Großen inzwischen, machen, was heißt inzwischen, China war es lange nicht, aber USA war immer der Große irgendwo, machen über 40% des weltweiten CO2-Ausstoßes, über 40%, aber die blockieren sich halt gegenseitig, spielen eben Klimamikado. Ne? Die Amerikaner sagen jetzt, yep, okay, liebes China, ihr seid jetzt ganz vorne, jetzt machen wir nur noch was, wenn ihr was tut. Gut, klingt erstmal vordergründig in Ordnung. Und dann sagen die Chinesen, Moment, ich glaube, ich habe da was nicht so richtig verstanden. Irgendwas ist doch passiert in den letzten Jahren, als wir so viel CO2 ausgestoßen haben. Habt ihr nicht die ganze Produktion zu uns gebracht? Aber fragt die Produkte nach? Ist nicht nur netto sozusagen der CO2-Ausstoß exportiert worden und eigentlich macht er noch genau das Gleiche, was er vorher gemacht hat. Und das nennen wir graue Emission. Ich weiß nicht, wie man sie jetzt berechnen soll, aber Tatsache ist, dass die Chinesen diese Statistik nicht akzeptieren. Ich war letzte Woche in China, ich habe ja mit den Jungs und Mädels gesprochen. Ja? Gut, das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist hier, aus physikalischer Sicht, das Klima interessiert sich überhaupt nicht dafür, was jetzt reinkommt. Das ist irrelevant. Das Klima interessiert sich für die kumulierten Emissionen, weil das CO2 eben eine so lange Verweildauer hat. Wenn wir also fragen, wer hat das Zeug da reingebracht, was jetzt da drin ist, während des 20. Jahrhunderts, dann bekommen wir diese Grafik hier. Dann sehen wir, sind die USA mit 30% dabei, wir Europäer auch nochmal mit 30% fast, die Russen ziemlich stark, die Japaner, die Kanadier, die Australier, die typischen Industrienationen. Und dann sieht der Anteil China, Indiens und so weiter ganz anders aus. Das heißt also, wir haben erstmal eine historische Verantwortung, der müssen wir uns stellen. Die jetzt aufstrebenden Länder wie China, Indien und so weiter, die haben natürlich eine Verantwortung für die Zukunft. Aber wir können nicht so tun, als wenn diese Länder nun genau das Gleiche zu tun hätten wie wir. Nein, wir müssen vorangehen, wir müssen das Klima-Mikado auflösen. Ich sagte ja, wir Deutschen haben schon damit begonnen, ist auch super. Aber vielleicht auch noch dazu, wir sind irgendwo die Einäugigen unter den Blinden, das muss man auch mal sagen. Wir hatten ja auch Glück dabei durch die Wiedervereinigung und so weiter. Und ursprünglich, ich bin ja schon ein bisschen auf diesem Planeten hier, ich meine, die Vorgaben unter der Kohl-Regierung waren viel couragierter als das, was wir bis jetzt, oder die Ziele, die man sich damals gesteckt hat. Ende der 80er Jahre,
die waren viel couragierter als das, was man bis jetzt erreicht hat. Ja? Also wenn ich Politik ernst nehme, wenn ich Politik daran messe, was sie mal irgendwann versprochen haben, sind wir weit hinter dem zurückgeblieben, was man sich damals vorgenommen hatte. Das muss man auch mal sagen, es gehört auch zur Ehrlichkeit. Aber trotzdem will ich es nicht kleinreden, immerhin haben wir was geschafft in Deutschland. Ja, also hier sehen Sie wieder einen weiteren Punkt, der die Verhandlung so schwierig macht. Und der dritte Punkt ist natürlich dieser hier, die Pro-Kopf-Emission. Das heißt, unser Lebensstil ist nicht übertragbar auf den Rest der Welt, insbesondere auf die jetzt aufstrebenden Länder. Sie sehen hier die Chinesen, ist etwas alt. Die Zahl 2006 waren es 4 Tonnen CO2-Ausstoß pro Kopf und Jahr. Die Amerikaner sind bei 20. Wir knapp unter 10, ein Inder bei einer Tonne. Also, ist doch völlig klar, wenn die so viel CO2 ausstoßen wie wir, fahren wir den Planeten gegen die Wand. Geht also nicht. Das heißt, wir müssen mit unserem Ausstoß deutlich runter. Ernst Ulrich von Weizsäcker sagt Faktor 5 in seinem neuen Buch. Das ist gewissermaßen die Marschrichtung. Ja? Also mindestens auf 2 Tonnen runter, von 10 auf 2, Faktor 5. Darum geht's. Das ist genau das, was unsere Bundeskanzlerin auch erzählt. Da gibt es jetzt überhaupt keine Unterschiede. Ich habe schon mehrere Vorträge von ihr gehört. Sie erzählt genau das, was ich erzähle. Sie hat aber nicht so schöne Bilder. Und vor allen Dingen zeigt sie das Anorak-Bild in Grönland nicht. Aber es ist wirklich, ich glaube, Sie können es bestätigen, also in weiten Teilen, fraktionsübergreifend, ist das alles Konsens, was ich hier erzähle. Ich weiß, ich kenne einige aus der FDP und so weiter, auch aus der Union übrigens, die ein bisschen andere überzeugen. Aber ich glaube, ich glaube, man wird eine große Mehrheit kriegen für so etwas im Deutschen Bundestag. Ja, damit bin ich fast am Ende. Die Lösung ist auch sehr simpel, das sind die regenerativen Energien. Ich bin froh, dass diese Diskussion jetzt in Gang gekommen ist. Wir haben ja alle prognostizierten Wachstumsraten in Deutschland weit übertroffen. Ja? Und wir sind ja heute, glaube ich, bei 17% Anteil der erneuerbaren Energien. Wir haben wirklich kein Energieproblem auf dieser Erde. Auf diese kleine Fläche da, wo der blinkende Pfeil hin zeigt, fällt so viel Energie, die dem Weltenergiebedarf entspricht. Ich sage ja nicht, das sollen wir jetzt so machen, aber ich will Ihnen nur das Potenzial einfach kundtun. Und wir haben ja nicht nur Sonnenenergie, wir haben Wind, wir haben Wasser, wir haben Erdwärme. Sind der Fantasie letzten Endes keine Grenzen gesetzt. Das ist die Zukunft, die CO2-freie Weltwirtschaft. So muss es aussehen. Sahara-Strom, vielleicht darf ich dazu noch mal was sagen, nur zu einem kleinen Teil. Das heißt, wir werden mit Sicherheit nicht unsere Energieversorgung auf die Sahara basieren. Wir müssen schon unsere eigenen Potenziale nutzen. Einen kleinen Teil könnte man vielleicht aus der Sahara bekommen, aber dieses Desertec-Projekt ist in erster Linie für die nachhaltige Entwicklung der Region da, nicht für uns. Das bietet denen auch eine Wirtschafts-, eine Industrieperspektive. Gerade wenn man sieht, was jetzt in den arabischen Ländern los ist, ist das dringender denn je, denen eine Wohlstandsperspektive zu bieten. Und das wäre wirklich eine nachhaltige Wohlstandsperspektive. Ja, damit bin ich am Ende und ich schließe immer mit einem Zitat von Albert Einstein. Das lautet, die gewaltigen Probleme unserer Zeit können nicht mit derselben Denkart gelöst werden, welche jene Probleme hervorgebracht hat. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.